Was machen wir heute? Heute wir fahren mit BMW Was machen wir heute noch? Nach Berlin. Gab auf unverwechselbare Weise der Freude Ausdruck, dass die Berliner Mauer gefallen war. Morgen aus Berlin. Berlin, wie man hinter uns sieht. Wir machen heute mal einen kleinen Sightseeing, eine kleine Sightseeing-Tour mit meinem Papa, der nicht so gerne vor der Kamera steht. Mein Papa, Vlog-Dad. Auf jeden Fall, Papa ist Reiseführer mit dabei. Kati hat sich gewünscht, dass wir einmal durch Berlin laufen und uns die Mauer angucken. Deswegen unser erster Stopp East Side Gallery. Hier steht noch ein 1,3 Kilometer langes Stück von der Mauer, wo dann irgendwelche Künstler sich frei austoben durften und die irgendwie beschmieren durften. Und das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an, jetzt würde ich sagen. Spree. Willkommen an der Spree. Spree. Hier sehen Sie die wahrscheinlich, ja, modernste Kunst überhaupt. Einfach nur einen Eimer auf eine Wand werfen. Was sagt dieses Bild aus? Eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich sag, die Taube hat Durchfall gehabt, sag ich. Ungefähr so. Das ist der Postbahnhof im Ostbahnhof. Utsubi. Hier war ich schon zweimal mit meinem Papa. Hier war so eine Arbeitsmesse, da haben wir uns ein bisschen über Ausbildung, Arbeit und so weiter informiert. Und ich war ein zweites Mal hier alleine. Ich war damals schon YouTube-Fan und wollte damals schon einen YouTube-Channel kreieren und aufbauen, was ich leider nicht gemacht habe. Und da war hier so ein YouTube, so eine Konferenz, so eine YouTube-Konferenz. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Wir waren damals, Alberto, dieser Beatboxer war dabei und so weiter. Die waren alle hier. Und da ging meine YouTube-Erfahrung los. Da habe ich noch so Videos gemacht, habe ich irgendwie bekannten YouTuber verarscht. Zum Beispiel Hair Tutorial, wer den noch kennt. Ja, das ist 5, 6 Jahre her. Und jetzt mache ich irgendeinen Scheiß auf Mallorca. Da habe ich nicht genug stark zu gemacht. Zu. Da ist Technik, ne? Wer sich jetzt fragt, was wir bei BMW gemacht haben, mein Papa arbeitet bei BMW und die haben ein riesiges neues Autohaus gebaut vor einem Jahr, ne? Vor 2 Jahren? Nein. Vor 2 Jahren, das habe ich mir zum ersten Mal angeguckt und auch den neuen 5er BMW angeguckt, den 7er, also schon schöne Autos. Ja. Aber leider können wir uns keins mitnehmen. Ein paar Sekunden später. Jeder, der in Berlin gewesen ist, der muss auch mal eine Currywurst essen. Und wir gehen jetzt mal zum bekanntesten Curryladen in der ganzen Stadt, Curry 36. Und kosten mal, ob die überhaupt gut schmeckt. Hallo. Wir hätten gerne 3 Currywurst. Aber macht das schon. Junge, Junge. Kosten wir das gute Teil mal? Nee, auf Mann. Wetter ist scheiße, aber die Currywurst schmeckt ganz gut. Also wir vergessen den Ton anzumachen, also wir sind jetzt im Fernsehturm. Wir hoffen, dass wir hier rauf kommen, weil wir wollten auch in den Bundestag auf die Reichskuppel. Sorry, aber it's not allowed here. Not allowed to film? Okay, ich darf nicht filmen. Guckt euch diese Aussicht an. Wow. Hier ist das dritte Mal jetzt. Ich wollte unten anfangen, da war das Mikrofon aus. Dann war der Akku fast leer. Dann musste ich jetzt das Mikrofon hier abgeben. Und jetzt sind wir auf dem Fernsehturm und haben eigentlich überhaupt keine Aussicht. Ja, das ist unsere Aussicht. Nebel, was sagst du? Wie gefällt dir Berlin von oben? Wenn man duschen geht und ja, und zu heiße Wasser macht, dann sieht das so aus. Ja.
Na, macht Spaß? Nee. So, vorletzter Shot des Tages. Ja, was fehlt in Berlin? Das Brandenburger Tor, da sind wir jetzt. Und wir gehen jetzt einfach mal mit euch durch. Wir gehen durchs Brandenburger Tor. Und wie war's? Ja, unglaublich. Unglaublich. So, und jetzt sind wir noch am Reichstag. Ich weiß, bla bla bla, alles uninteressant. Ich würde sagen, wir sind jetzt einfach bei dem interessanten Part wieder, wo wir jetzt so ganz langsam hinstellen. Wir haben einen Tisch reserviert und wir sehen uns da wieder. Also, bis gleich. Also ich hoffe, ihr hört mich. Wir sind jetzt hier in diesem Lokal. Der Laden heißt The Bird. Und ich kenne den Laden von einem meiner Lieblings-YouTuber. Und zwar heißt der Felix. Und der hat den Kanal Die Rumpelkiste. Ich meine, die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Blendet ihr mal hier irgendwo ein. Und der hat gesagt, dass es hier richtig, richtig geilen Burger gibt. Das ist auch die Freundin von meinem Papa da. Mit der Tochter. Und die war auch schon mal hier. Und die hat auch gesagt, dass es hier sehr geilen Burger gibt. Deswegen testen wir beide jetzt mal. Und Papa, ob der Burger wirklich gut ist. Und ob Felix nicht gelogen hat. Felix, schade, dass du es nicht geschafft hast. Beim nächsten Mal vielleicht. Du kannst dir jetzt den Burger ganz in Ruhe angucken und nochmal in Träumen drüber nachdenken, wie geil er schmeckt. Wir testen das erstmal und ich melde mich danach nochmal mit einem Feedback wieder. Der Burger war sehr geil. Kathi sagt, einer der besten Burger, den sie jemals hatte. Ich schließe mich an. Du sagst? Bester Burger. Bester Burger. Der Akku ist fast leer. Ich habe gerade schon mal Tschüss gesagt eigentlich, aber irgendwie, da war kein Licht, es war so dunkel und ich habe die Hälfte vergessen. Der Burger war der Hammer. Kathi hat jetzt einen Stein im Bauch, aber Kathi ist auch glücklich. Papa hat den Teller restlos leer gemacht. Lisa, die Tochter von Papas Freundin, hat auch gesagt, bester Burger aus Berlin. Können wir nur bestätigen. Sehr geiler Burger. Danke nochmal an Felix für den geilen Tipp. War wirklich super lecker. Wenn wir das nächste Mal wieder hier sind, sagen wir dir wieder Bescheid. Vielleicht kommst du dann vorbei. Der Laden ist halt einfach so cool, weil denen alles scheißegal ist. Alles ist auf Englisch. Kein Wort Deutsch. Alles steht so eine Rolle Papier auf dem Tisch. Alles ist so ein bisschen rustikal. Sehr laut. Aber es juckt kein Schwein, weil der Burger ist gut. Die ganzen Teller waren komplett verschieden. Wir hatten alle verschiedene Teller. Es juckt kein Schwein da. Geht es einfach nur um gutes Essen. Und das Essen war super. Wir sind pappensatt. Berlin-Tour ist zu Ende. Langer Tag gewesen. Jetzt haben wir fast um 11. Wir düsen nach Hause. Von daher, wir sehen uns morgen. Morgen fliegen wir zurück nach Mallorca. Und eins dürft ihr nicht vergessen. Das sagt Kathi mal wieder seit langem. Na, sag's nochmal. Na, abonniere. Und kommentiere. Ich blende den Ton von vorhin drüber, dann hört sich ein bisschen besser an. Abonnieren! Und kommentieren! Abonnieren, kommentieren!